Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Mathe-YouTube-Video mit eurer Frau Professor K. Einfach, entspannt Mathe schaffen mit einem neuen Thema, Vektoren. Heute schauen wir uns an Addition, Subtraktion und Multiplikation mit einer Zahl und ich erkläre euch das alles auch noch mit GeoGebra. Okay, wir starten mit der Addition. Wir haben zwei Vektoren, den Vektor A, sagen wir, er ist 3 und 2, und den Vektor B. Der ist minus 4 und 2. Und als erstes wollen wir diese beiden einfach rechnerisch addieren, also rechnen. A plus B ist gleich. So, A ist ja 3, 2, plus B ist minus 4 und 2. 3 plus minus 4 ist dasselbe wie 3 minus 4, das ist minus 1. Wenn du das nicht weißt, in den Taschenrechner eintippen. Und 2 plus 2 ist 4. Jetzt schauen wir uns das Ganze grafisch an. Ich mache den Vektor A gelb. Vektor A bedeutet 3 in die x-Richtung. Ich nehme mal drei Kästchen. Und 2 in die y-Richtung. Das heißt, der Vektor A ist so ein Pfeil. Wenn ich ihn als Pfeil betrachte, kann ich ihn ja herumschieben, wo ich möchte. Gut, mein Vektor B, ich mache ihn hier blau. Ich gehe vom gleichen Punkt aus. Ich gehe minus 4, also in x-Richtung 4 nach links und plus 2 hinauf in y-Richtung. Und genau so sieht mein Vektor B aus, wie der blaue Pfeil. Genau, jetzt habe ich diese beiden mal gezeichnet, weiß, wie sie aussehen, aber ich soll sie ja addieren. Gut, ich wähle den Vektor B aus und was wir machen ist, wir gehen vom Vektor A los und jetzt setzen wir ihn an die Spitze vom Vektor A, dass wir zuerst den Vektor A gehen und dann den Vektor B. Genauso wie ich das hier gemacht habe und jetzt erreichen wir genau die Addition, nämlich von dort, wo ich losgegangen bin, beim Vektor A bis zum Ziel, dort wo ich dann hingekommen bin, wenn ich A und B gegangen bin. A plus B ist also der orange-rote Pfeil. Genauso zeichnet man die Addition auf. Jawohl, da gehen wir 1 nach links und 4 hinauf. Also minus 1 und 4 und genau dasselbe haben wir ausgerechnet. Was machen wir also bei der Addition? Erstens, wir zeichnen einen Vektor A. Zweitens, an die Spitze stecken wir den Vektor B und dann gehen wir vom Anfangspunkt bis zum Ziel und zeichnen den Vektor A plus B ein. Bei der Subtraktion, wir haben wieder dieselben beiden Vektoren. A bleibt gelb, B bleibt blau. Und jetzt machen wir A minus b ist gleich 3, 2, minus minus 4, 2 und wieder einfach rechnen. Oben, minus, oben. 3 minus minus 4, minus und minus wird plus, also 7. 2 minus 2 ist 0. Jetzt haben wir das gerechnet und jetzt wollen wir das grafisch auch noch darstellen. Vektor a bleibt gleich, Vektor b bleibt gleich. Aber wir wollen jetzt eben nicht plus b rechnen, sondern minus b. Und was machen wir jetzt? Wir spiegeln diesen Vektor b, also wir drehen ihn um und hängen ihn anders an a dran. Wir brauchen quasi minus b. Hier, jetzt habe ich ihn zuerst gedreht und jetzt, genau, erzeugen wir so, oben seht ihr den Vektor b und unten seht ihr den Vektor minus b. Der hat sich von der Orientierung, also die Pfeilspitze, hat sich umgedreht. Und jetzt sehen wir hier a quasi minus b und wieder von dort, wo wir begonnen haben, bis zum Pfeil von b bis zur Spitze, zeichnen wir den roten Pfeil ein und das ist a minus b. Also im Grunde gleich wie bei der Addition. Aber ganz wichtig, wir dürfen nicht b addieren, sondern wir müssen minus b addieren. Erstens Vektor a, zweitens Vektor b, drittens wir drehen den b um, dass er minus b wird und dann einfach nur noch einzeichnen, von dort, wo wir gestartet sind, loszugehen, bis zum Ziel.
Dritter Punkt, den wir heute besprechen, ist, wenn wir einen Vektor mit einer Zahl multiplizieren. Unsere Zahl ist, wir nennen sie r, und es ist minus 3. Das heißt, wir rechnen erst einmal r mal a. Ich könnte auch r mal b rechnen, aber ich habe mich jetzt einfach für r mal a entschieden. Also die Zahl minus 3 mal den Vektor 3 und 2 ergibt wieder einen Vektor. Minus 3 mal 3 ist minus 9. Minus 3 mal 2 ist minus 6. Rechnen ist es immer leicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze grafisch an. Wir haben wieder unseren Vektor a. Ich schiebe den ein bisschen nach unten, damit wir mehr Platz haben. Ihr wisst, als Pfeil darf man ihn ja auch herumschieben. Und jetzt wollen wir aber nicht a haben, sondern wir wollen die Länge verändern, nämlich minus 3 mal a. Hier, wenn ich jetzt den Vektor a noch einmal dran setze, hätten wir schon die doppelte Länge. Also das wäre 2 mal a, was ihr hier seht. Wir brauchen aber auf jeden Fall mal 3 mal a, das heißt, ich füge noch einmal hinzu. Schön, scharft und spitze, genau. Also jetzt vom Anfang bis zum Ende wäre 3 mal der Vektor a. Die Länge des Vektor a hätte sich verdreifacht, er ist 3 mal länger geworden. Wir wollen aber minus 3 mal a. Was bedeutet dieses Minus? Ganz einfach, bei einem Minus ändert sich die Orientierung, also wohin der Pfeil schaut. Das heißt, der orange-rote Pfeil, den ich hier eingezeichnet habe, ist einfach 3 mal a, aber mit einer anderen Pfeilspitze in die andere Richtung, und das ist dann minus 3 mal a. In GeoGebra kann man das auch ganz leicht einstellen. Tippen im Algebra-Fenster. Kleines a bezeichnet immer einen Vektor als Pfeil. A ist gleich 3/2 müsst ihr eingeben und nicht die Klammer vergessen. Dann zeichnet euch GeoGebra das von selbst. B ist gleich, Klammer auf. Achtung, dazwischen muss immer minus 4, kommt jetzt hin, 2 sein. Wenn ihr im CAS-Fenster seid, dann müsst ihr es definieren mit b Doppelpunkt ist gleich. Und jetzt wollen wir die Addition haben und ihr müsst nur eintippen a plus b. Und ihr seht hier schon, GeoGebra rechnet es für euch. A plus b ist minus 1 und 4 und es zeichnet auch gleich den Pfeil ein. Ich mache den Pfeil, damit ihr ihn besser sehen könnt, rot. GeoGebra zeichnet euch aber nur das Endergebnis ein und nicht den Weg, den man geht. Dafür müsste man den Vektor b noch parallel verschieben. Auch a minus b kann man einfach eintippen, wenn man oben schon festgelegt hat, was a ist und was b ist. Und auch hier 7,0 wird einfach von GeoGebra gerechnet und hier orange gefärbt auch gezeichnet. Wenn wir jetzt in den Vektor a mit einer Zahl ausmultiplizieren wollen, müssen wir diese Zahl erst definieren. Ich gebe also ein, r ist gleich minus 3. Lasst euch nicht verwirren von diesem Schiebregler, der macht gar nichts. Und jetzt a mal r eintippen und ihr seht, GeoGebra rechnet und GeoGebra zeichnet. Ich mache auch den Pfeil grün. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen und mich abonnieren. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie es euch generell mit Mathe geht und welche Themen ich als nächstes bearbeiten soll. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eure Frau Professor K.